Herzlich willkommen hier bei Festool TV. Mein Name ist Frank und ich darf Ihnen heute das Domino-Verbindungssystem zeigen. Dieses Verbindungssystem umfasst zwei Maschinen. Einmal die DF500 und einmal die Domino XL DF700. Und wie der Name schon sagt, einmal 500, einmal 700. Die kleine ist die 500er. Einsatzbereiche, Anwendungen, überall dort, wo ich Plattenverbindungen herstelle oder kleine Rahmen- oder Gestellverbindungen. Die große ist sicherlich im Bereich Massivholzverbindungen. Überall dort, wo ich richtig massive Anwendungen anfinde, wie zum Beispiel bei Rahmentüren zum Beispiel, oder wenn ich hier Tische herstelle, Massivholzbauweise, dann nehme ich diese Maschine. Der große Vorteil ist sicherlich, dass ich normalerweise, wenn ich Rahmentüren herstelle, eine stationäre Maschine brauche, wie zum Beispiel eine Langlochbohrmaschine. Jetzt kann ich aber mit meiner Domino XL Maschine zu diesen Rahmenteilen und dort die jeweiligen Fräsungen durchführen. Das Ganze funktioniert dann über einen Fräser, der einmal rotierend und einmal oszillierend funktioniert. Wie man recht gut sehen kann an dieser Übersicht, habe ich hier verschiedene Dübelgrößen. Die kleine Dübelgröße oder die kleine Reihe der Dübelgrößen ist einmal von 20 mm bis 50 mm für die DF500 und für die große, für die DF700, für die XL-Variante geht es hoch bis 140 mm auf 14 mm Stärke. Also hier kann man wirklich schon einiges abdecken. Besonderheit an diesen Dübeln, sie sind also nicht rund, sondern durch die Fräsbewegung leicht der oval. Und ich habe hier, wenn man genau hinschaut, dementsprechende aufsteigende Rillen, sodass der Leim auch, wenn ich den Dübel eintreibe ins Loch, nach oben steigen kann und sich in diesen Leimtaschen richtig verzahnen kann, dass ich eine richtig gute, stabile Verbindung habe. Die Maschine hat natürlich verschiedene Einstellmöglichkeiten. Das heißt, zum einen habe ich hier eine Tischplatte, die ich abklappen kann, nicht nur in 90 Grad, sondern auch 45 Grad. Das ermöglicht mir dann auch, Gärungsverbindungen herzustellen, und ganz toll ist sicherlich, dass ich hier wiederkehrende Maße habe, die ich hier über diesen Stufenanschlag einstellen kann. Geht los bei 10 mm bis 40 mm und so weiß ich, wenn ich hier 40 einstelle, dass der Abstand von der Tischfläche bis Mitte Fräser 40 mm ist. Auch im vorderen Bereich der Fräse sehen wir hier kleine Metallstifte und die ermöglichen es mir immer wiederkehrend von der Kante den richtigen Anschlag oder Anlegepunkt zu finden, und diese kann ich variabel einsetzen. Ich kann diese Anschläge entweder nach hinten wegklappen, sie kommen dann automatisch wieder nach vorne, sind also federnd gelagert, oder ich kann diese wirklich ganz wegklicksen, sodass sie verschwunden sind und wenn ich sie wieder brauche, über den kleinen grünen Knopf hier wieder aktivieren. Das Ganze dann auch noch in der Form, dass ich hier die Tiefe, die Frästiefe einstellen kann, wie tief praktisch der Fräser hier ins Material reinfräsen soll. Und das Maximale ist 70 mm, kann man hier an diesem Schieber einstellen und auch hier Marker platzieren. Das heißt, wenn ich zum auf der einen Seite nur 30 mm brauche, auf der anderen Seite 70 mm, also eine Gesamtlänge dann von 100 mm Dübel, kann ich mir diesen Marker platzieren auf die 30 und fahre dann ganz leicht an diesen Marker ran, sodass ich beim Arbeiten sehr schnell die Dübeltiefe wechseln kann. Dann habe ich noch eine Möglichkeit im oberen Bereich, das heißt die Passung zu ändern, entweder ein exaktes Dübelloch, zeigt mir hier dann das Symbol, oder ich gehe hier auf etwas größeres Dübelloch, 3 mm größer, um so ein bisschen mehr Luft zu haben, wenn ich dementsprechende Maßungenauigkeiten ausgleichen möchte. Dies alles bietet die Domino XL Maschine zum Arbeiten mit dementsprechenden Massivhölzern. Zubehörteile, ganz wichtige Sache, wenn ich dementsprechende Rundhölzer verbinden möchte. Hier gibt es einen Rundholzanschlag, wo ich das Material reinlegen kann. Dieser Anschlag wird dann, oder kann man an beide Maschinen montieren, und zwar an die Tischplatte hier vorne dran. Und somit kann ich das Rundholz wunderbar bearbeiten. Auch schmale Leisten von 22 mm bis 70 mm kann ich hier in diesen Anschlag
einlegen, dementsprechend fixieren, und auch dieser Anschlag ist auf beide Maschinen einsetzbar. Für wiederkehrende Lochabstände gibt es diesen Queranschlag, 2 in der Zahl, die rechts und links an die Maschine praktisch montiert werden, und somit kann ich über diese Metallpins immer wiederkehrend praktisch mein Loch, meine Bohrung finden und die dementsprechenden Abstände immer wieder exakt gleich fräsen bzw. bohren. Jo, alle Zubehörteile, die wir hier jetzt sehen, sind natürlich oder kann ich natürlich in den Systemer mit reinpacken. Das heißt, ich habe hier Platz, auch diese Transportkisten bzw. diese Schachteln für meine Dübel kann ich hier in den Systemer bei der XL-Variante einsetzen, sodass ich hier auch Platz finde für meinen Domino. Das Ganze gibt es auch in Dübelstangen, das heißt einmal in Zipo-Mahagoni, einmal in Buche, und je nach Anwendung hat der Handwerker jetzt die Möglichkeit, hier seine Dübellänge dementsprechend zu kürzen. Wenn ich jetzt mehr Auswahl benötige, habe ich die Möglichkeit, auch fertige Systemer mit den jeweiligen Dübel zu erwerben. Das heißt, da gibt es dann Dübel von 50 mm Länge, 10 mm Stärke, geht hoch bis 100 mm oder 140 mm, und so habe ich praktisch eine tolle Übersicht, um hier sehr schnell meine Anwendungen abzudecken. So, das war eine kleine Übersicht über das Domino-Verbindungssystem bezüglich auf die Maschinen, auf das Zubehör. Und ich möchte Sie jetzt schon einladen, in der nächsten Folge dabei zu sein, wenn wir dann ans Fräsen gehen, wenn wir mit diesen Maschinen kleine Verbindungen herstellen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ihr Freund.